Die Van Helsing-Brüder sind zurück mit der schlimmsten und schwierigsten aller Fragen. Dazu begrüße ich einmal den Bacon Orange. Hallo. Und ich bin der Shadowrunner. Ja, wir waren hier ausgestiegen und überlegen, als Perun der Richtige oder hier die Götter Adepten von Perun oder unser Gefangener Nummer 5, 9, was auch immer. Ja, also ich bin dafür, die einfach mal wegzumetzeln und wir fangen mit dem Typen rechts oben an, der 900 Leben hat. Einfach frei nach dem Motto, zuerst immer die, die am wenigsten Leben haben, weil dann sind sie schneller. Okay, also kämpfen möchtest du. Ja. Okay. Bereit? Total. Indeed it is. You want to fight? You'll get it. Weil man legt sich nicht so mit den Van Helsing an. Naja, aber ich mag unseren Gefangener Nummer 5 nicht. Ja, das ist Auf auch ein welchen bisschen. gehen wir denn jetzt? Eigentlich die Eisdämonen. Ich bin tot. Wie ich die Frauen mag. Oh ja, ich hatte gar nicht gesehen, dass da unten was rauskam. Ich gehe gerade eigentlich auf die in meiner Anzeige. Oh, jetzt kurz am wenigsten Leben haben. Ja, ich respawn mal erneut. Ich habe nie gesagt, dass das einfach wird. Du wolltest ja unbedingt kämpfen. Ja. Ich muss auch so denken, das ist auch alles EP. Und so viele Adepten sind es auch gar nicht mehr. Ja, ich gehe auch gerade mal auf die Adepten. Frei nach dem Motto, wie bei den Typen, wo wir einfach nur die umbringen mussten, damit auch der Rest verschwand. Ich glaube, es stehen noch zwei Adepten. Ja. Ne, jetzt sind es irgendwie wieder mehr. Ja, vielleicht. Ja, aber das ist die Mann. Platt. Ich laufe gerade vor den Eisdämonen weg. Ja, und ich glaube, wir haben auch nur noch eins gemacht. Puh, war's das? Ja. Jetzt können wir auch endlich hier die Beute, die hier schon seit vorhin liegt, eigentlich mal in Ruhe einsammeln. Ja, und wir haben verbessertes Ansehen. Da können Ja. wir wieder was verteilen. Ah, oh, wahnsinniger habe ich jetzt. 35 mehr Zorn. Das klingt ganz super. Ich könnte Trinker werden oder Wicht. Basis Schaden, Feinabstimmung. Ich glaube, ich nehme mal die Feinabstimmung für mehr Basisschaden. Und während du überlegst, kann ich auch Katharina ein paar Punkte geben. Ja, nee, ich bin wahnsinnig. Kann jetzt in der Zwischenzeit aber mal eben wie viel. Das weiß ich ja, aber wo hast du deine Punkte verteilt? Dankeschön. Ja. Nee, wie gesagt, ich habe das da rein gerade eben kurz die Beute durch. Ja, langsam werden die Taschen doch ein wenig voller. Erforderliche Stufe 15, das habe ich noch nicht. Ich habe sogar noch nicht identifizierte Sachen. Ja, die solltest du dir auf jeden Fall mal eben kurz angucken. Das hier lohnt sich nicht, das ist schlechter. Ein silvanischer Talisman anziehen. Aber der Rest bringt, glaube ich, keine. Kann ich Katharina nicht so ein Amulett anziehen? Ja, das bekommt sie dann. Sie hat immer noch keine Brustrüstung, soll das so sein? Ich kann ihr doch bestimmt was anziehen. Ja, endlich mal. Und irgendwelche Schuhe. Nee. Ja, Katharina hat endlich was anzuziehen bekommen auf Level 13. Ja, das ist auch schon mal was. So, und dann müssen wir wohl hier Siegel zerbrechen. Ich warte allerdings noch, bis du fertig durchgespielt Ja, hast. ich bin soweit. Dann klicke ich mal. Vielleicht war das doch eine dumme Entscheidung. Ich habe ja gesagt,
Lass uns, die werden wissen, was sie machen. Okay, wir müssen zum Gefangenen zurück. Da können wir uns ja teleportieren. Ja, können wir. Ach je. Was haben wir da jetzt auf die Welt losgelassen? Ja, also ich tendiere aber solchen Entscheidungen dazu, irgendwie ab und zu ganz blöde Entscheidungen treffen. Ich erinnere mich da noch. Entscheidung. Ja, das war. Mal gucken, was das But this is an unnatural tempest. Born in the Forbidden Mountains, where a sinister presence tainted the forest a long, long time ago. A mythical figure they call the Deathless. The more I discover about this land, the more secrets keep cropping up. I'm afraid that I have unleashed a terrible power, and now I'm going to let it blast through this tormented city. Hopefully it was worth it. Ja, das hast du ganz toll gemacht. Ja. I might have something for you. Da ist auch schon wieder unser Gefangener Nummer 7 direkt. Ja. Und aber der Baron ist auch da. Möchte ich, glaube ich, mal zu den Minispielen schauen. Denn wir haben hier ein paar Sachen beendet. Der Vampirfürst ist war ein strategischer Sieg. Ein toter Soldat, 60.000 Gold. Ja, schön, dass du das alles sehen kannst. Und ich krieg die Belohnung auch, wohlgemerkt. Ah, okay. Und nochmal 52.000. Das ist doch mal ja. Schön. Ich kann hier auch Belohnung wieder mit dem Ring ist jetzt nicht so super gewesen, aber. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Was hatte ich denn? Ich muss wieder Fähigkeiten. Gewissenhafter Anführer und Ausbilder. Okay, der ist dann so ein. So ein netter Typ. Dann gebe ich dem mal. Tja. Aggression, wie es sich für einen Ausbilder gehört. Wir haben einen weiteren Anführer bekommen. Den werde ich mir gleich mal anschauen. Ach, der Baron ist jetzt neu, oder? Oh, jetzt habe ich. Ach, jetzt habe ich da bei einem die Fähigkeit einfach noch eins höher gesetzt. Okay. Oh, ja. I am the wrath of the frozen dales. I am the great and terrible. It is nice to make your acquaintance, Van Helsing. Likewise. I heard that you might consider joining our cause again. Your men made a convincing argument. My hatred towards the clanking scientific abominations knows no limits, and I should let my anger flow freely. I am an expert on the mundane and the occult. And he knows his way around rebellions. He personally suppressed a lot of peasant uprisings back in the day. That is indeed true. I could be useful for your little resistance. Ja, das ist ja schön, dass der hier rumsteht. Ja, nur eben als dumme Frage, brauchst du von mir nochmal wieder ein bisschen Geld? Weil ich... Wir haben ja gerade... Ich habe gerade durch die Sachen, habe ich ja genau. 130.000 bekommen. Ja, kann ja nur sein, also dass du das... aktuell nicht. Ja, aber wenn ich gerade so gucke, also wir scheinen hier Platz für noch weitere Anführer zu haben auf dieser Plattform. Wir haben auch drei neue Aufgaben. Das eine ist die Banden von Borgova. I'm quite impressed with this layer. Ich bin auch jetzt so gerade gar nicht sicher, dass der uns immer so... Ah ne, der hat sich da angezeigt, das hat allerdings nichts gesagt. Der Zarewitsch will sich anscheinend wieder hier um sehr viel kümmern. Do you need me now, sir? I miss ist the old schade. Borgova, the mist, the terror, the castles. Eigentlich müsste ich bei jedem den Zarewitsch schicken und sie genau durchlesen, um den richtigen Anführer zu finden. Das ist so ein bisschen... Ich verbessere erst nochmal die Ausrüstung auf 30, das war das Maximum. Ich schicke einfach mal drei Leute los.
Langstrecken. Just give me a group of soldiers. I'm ready, Van Helsing. What do you need? Ein furchtloser Anführer wird hier gebraucht. I'm bored. Shouldn't we hunt down something? Ja, dann nehmen wir den hier. Und die Säuberungsaktion da. Kann ich keinen schicken. And I'm having serious doubts about the whole enterprise. But it's too late for that now. So we should focus on the four stones. Are they falling? They will. When the raging storm engulfs the forsaken city, the winds are howling, and lightning rips bleeding wounds in the sky. Your friend warns you to stay indoors for a while. Really? Back to the damp cellars again? There might be a task for you underground. While you were gone, I spent my time hunting for Fulmigadi's secret laboratories. And I found the gate leading to one of the sealed territories in the Ink. The fabled crystal workshop, where the professor experimented with something uncanny. Your weak friend here didn't dare to enter, but you should. A secret laboratory in the Ink? That sounds promising. Oh yes. What could go wrong, I wonder? Hatte ich den angeklickt? Nee, das tut mir leid. Das war meine Wenigkeit. Okay, wir haben auch gerade dadurch jetzt ein Kapitel abgeschlossen. Und die schöne Übersicht bekommst du auch? Ja. Okay, also wir haben zwar 24 von 26 Aufgaben abgeschlossen. Gefundene, verborgene Inhalte waren mal ein bisschen schwach. Ja gut, das gab es im ersten Teil ja auch noch nicht. Wahrscheinlich. Ja. Was ich sehr interessant finde, man sieht auch hier, wie oft man gestorben ist und wie viel Meter wir gelaufen sind. Ja. Also ich bin angeblich 33 Kilometer gelaufen. Ich bin 31. So, wir haben hier noch die Säuberungsaktion. Kann ich denn da einen losschicken? Nee. Aber immerhin haben wir recht viele Aufgaben, wieder zwei Missionen unterwegs. Die dauern noch 13 und 28 Minuten. Das ist wichtig, dass wir das gemacht haben. Ja, wollen wir dann mit unserem Gefangenen in das Lager oder sollen wir erst noch hier mit Petrov sprechen? Weil ich glaube, das könnte wieder ein Tower Defense sein, ne? Ja, wir können ja auf jeden Fall mit Petrov sprechen, um zu gucken, was er uns an. General Harker is sending a good old-fashioned army against us through the tunnels. He is a stubborn fellow. I'll give him that. Jo, ich glaube, wir hatten viel Spaß, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann kümmern wir uns darum. This is getting annoying. I'll deal with them. Ja, das sind das unmenschliche Regiment. Das wäre dann wohl wieder Tower Defense. Juhu, ich freue mich. Ja, auf jeden Fall. Das, springen wir doch mal rein. Und dann schauen wir mal, ob wir da wieder direkt am Anfang Maschinenteile haben. Und das war die Frage beim letzten Tower Defense. Haben wir die jetzt immer noch? Das wäre nämlich angenehm. Ja, oder ist es vielleicht sozusagen jetzt auch eine andere Karte? Ja, ist es. Es scheint allerdings... Gut, das sind wohl drei Eingänge, die wieder oben sind. Und ein Ausgang hier unten. Ich würde auf jeden Fall etwas hier an diesem Kreuzungspunkt bauen wollen. Ja, ich würde mal eben kurz gucken, was an diesen, an dieser Position beim Tinten an. Achso, da könnte man jetzt einen Aufbereiter, rettet Aufbereiter gewährt, regelmäßig alle werden. Ich produziert alle am Anfang machen. Genau, der produziert alle 10 Sekunden 5 Maschinenteile. Das würde halt bedeuten, um 200 Maschinenteile rauszukriegen, müssen wir halt 400 Sekunden kämpfen. Was denke ich mal auf jeden Fall der Fall sein wird. Und wenn, denke ich mal, macht es am meisten Sinn natürlich, das Ding vor der ersten Welle zu machen.
Richtig, wie viel kostet das? 200. Ja, dann gib das mal aus. Ich sehe auch gerade, dass ich auf jeden Fall noch Fertigkeiten verteilen werde, bevor es gleich losgeht. So, dann baue ich hier... Ah ne, das ist nur ein Tintentor, hier kann man ja gar nichts verteidigen. Gut, wir brauchen auf... Ich möchte auf jeden Fall vor jedem Tor was machen. Dann setze ich mal hier einen Ball of Fire hin. Also in der Mitte liegt ist jetzt was angebracht. Mach hier vorne rechts ein Rad, hat dieses Maschinengewehr. Okay, und dann versuche ich mal noch links was hinzusetzen. Da haben wir hier einen Flammenwerfer, einen Blitzwerfer. Ja, es springt weiter. Ich mach mal hier den Blitzschaden-Dingsi. Und... Oh, da vorne rechts unten kann man auch noch auf der Dings was bauen. Das ist vielleicht ein Raketenwerfer. Ah, jetzt... Ich dachte, jetzt, da wärst du eben schon gewesen. War nur unten auf der Plattform, die ganz sicher... Da will ich mir kurz... Der sonst wirklich was fürs nächste Mal. Hier vorne, das war quasi da, wo du warst. Da, hier vorne könnte man automatisch einen Raketenwerfer bauen, hier wo ich jetzt... Ah, okay. Also das sollten wir uns auf jeden Fall für die zweite Welle aufheben. Ja. Dass wir dort einen automatischen Maschinenwerfer... automatischen Raketenwerfer, weil der war ja doch ziemlich... Ja. Ich sehe allerdings gerade, die erste Welle kommt nur von da drüben. Das heißt, wir können uns eigentlich dorthin begeben, ne? Ja. Und nicht vor verschiedene Tore. Wo ist die erste Verteidigung hier? Das ist hier der Ratata. Genau, das ist auf der Seite. Dann bleiben wir am besten so hier, ne? Dahinter. Genau, ich warte mal eben ganz kurz. Wir haben ja noch ein paar Punkte. Ah, wir haben 10. Ja, leider 10 zu wenig. Aber ist egal. Wir kriegen ja wahrscheinlich welche, weil ich würde dann hinten nämlich gleich auch noch hier vorne wahrscheinlich gleich noch einen zweiten Ratata bauen. Ja, das kannst du dann auf jeden Fall machen. Okay, wie sieht eigentlich in dieser Episode aus? Haben wir noch die Zeit? Nö, das war wunderbar passend für die Vorbereitung und den richtigen Spaß, den gibt's in der nächsten Folge. Genau. Bis dann.